Willkommen heute zum Diskussionsblock. Schön, dass ihr da seid, rund um Star Citizen. Heute mit den Themen, die wir heute durchnehmen möchten. Da geht es tatsächlich einmal um FPS-Mining und deren Höhlen. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sendung, Diskussionsthema, denke ich mal. Danach gehen wir noch rüber tatsächlich zum Flugmodell, zum Hover-Mode und zum Dogfight-Mode, dass sich da ein bisschen was verändern wird. Das werden wir uns heute angucken, heute in der Diskussionsrunde. Schön, dass ihr da seid und willkommen. Und los geht's. Wenn ihr Fragen habt dazu und wenn ihr andere Fragen habt, wir sind jetzt live, dann könnt ihr das sehr gerne raushauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht auch mal wieder Musik für uns einspielen. Jetzt mache ich den TS auch wieder auf, dann höre ich wieder alle. So, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Nedax. Juhu, so, los geht's. Gucken wir mal, dann fangen wir es glatt mal an mit dem Höhlensystem. Sind jetzt auch fertig. Ey, wie cool ist das denn? Hey, grüß dich, Henry. Und wie war eure Übungsrunde, sag ich mal? Hat Spaß gemacht? Ja, dadurch, dass wir uns diesmal nicht so auf ein Event vorbereiten mussten, konnten wir mal ein bisschen breiter fächern quasi. War schon lustig. Ah, das freut mich. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Hier haben wir übrigens den Inside Star Citizen, den letzten, den wir hatten. Da haben die auch über das Höhlensystem. Wir fangen jetzt gerade mit dem Höhlensystem an. Da wollten wir es noch. Wir sind gerade mit den Chip-Showroom durch und düsen jetzt weiter und gehen jetzt in die Diskussionsrunde rein über den Chip-Showroom. Aber ihr könnt alles Mögliche auch gerne fragen. Wie gesagt, fragt mich alles gerne, was ihr wollt, auch wenn es ein anderes Thema ist, gerne. Frage: Gibt es Bestätigung zum Asteroidenhöhlen? Ja, die werden kommen, ja. Asteroiden wird es auch geben. Genau. Ihr habt übrigens das Datum, wann die Polaris rauskam, mal in den Chat geschickt. Ja, genau. Achso, wann die rauskam, alles klar. Ich wollte schon sagen, wann sie rauskommen. Ich wollte schon sagen, das ist in der Ja, Vergangenheit. wenn sie rauskommen, kann ich auch gerne schicken. Und das wäre dann. Mats, Schmatz. Nein, falsche Taste gedrückt. So. Da kam sie raus. Okay. Ich möchte mal gerne wissen, diese Videos, die wir jetzt gesehen haben, jetzt, ich werde jetzt auch mal so ein bisschen hingehen. Ihr seht das ja jetzt so ein bisschen schon, das dieses Höhlensystem, sage ich mal. Wie findet ihr die Ausleuchte? Wie findet ihr das, wie man das mit dem Licht machen soll? Die haben sich das ja so vorgestellt, CIG, dass du immer eine bestimmte Helligkeit haben solltest in der Höhle, dass es nicht ganz stockduster ist. Du kannst natürlich deine Lampe anmachen, dann siehst du noch mehr Licht. Es gibt auch nachher Knicklichter, die habe ich ja auch bei uns habe ich auch schon hochgeladen. Bei uns bei Twitter hattet ihr das da gesehen, wo er so ein Knicklicht benutzt und das auch wegwerfen kann. Wie findet ihr bis jetzt, was sie sich so vorstellen, das Ausleuchtensystem einer Höhle? Findet ihr das okay? Oder sagt ihr, die sollen überhaupt gar kein Lichtverhältnis reinbringen in eine Höhle und die soll stockfinster sein, wie es ist? Oder soll es immer ein ganz, ganz kleines Grundlichtverhältnis geben? Wie ist da so eure Meinung? Haut mal bitte rein. Minus für gar kein Licht, also richtig saudunkel, oder ein Plus für ein bisschen Licht? Oder von 1 bis 10 wie hell? Also 10 richtig hell, 1 total duster. Ich würde mal so sagen, ein bisschen Licht sollte sein. Ich würde sagen 4. Ich Also ein bin dafür, bisschen Licht stopp. sollte schon sein, finde ich schon. Sonst ist es nachher zu duster und dann fällt es nachher irgendwo runter und dann ärgert man sich nachher. Ich bin für stockfinster und auch die Markierungen, die sie gesetzt haben, um den Weg nachzufinden, sollten sie dann rausnehmen. Okay. Wer in eine Höhle geht und sich verläuft, selbst schuld, geh nicht in eine Höhle, wenn du nicht weißt, wie du dich da drin zurechtfinden sollst. Ja, gut, okay. Also ein bisschen, also ein kleines bisschen Ausleuchtung finde ich schon. Oh, Morpheus, also ein, zwei. Also ein bisschen Ausleuchtung wollen die meisten tatsächlich haben. Ja, natürlich, das Ding ist ein Spiel und man, tja, so viel Echtheit will man dann doch nicht, wahrscheinlich, dass man sich stundenlang verläuft. Ja, wo sie? Ich sehe das auch so genau. Aber warum? Dann musst du halt Skill beweisen, da durchzugehen. Das vereinfachen sie wieder. Ja, ich habe keinen Skill. Also bitte nicht, okay? Macht es Dann geht bitte er so, nicht dass rein. es ohne Skill geht. So, aber ich will da auch reingehen. Also ich finde das ganz gut, wie die meisten das aussagen auf jeden Fall. Eine kleine, sag ich mal, schwaches Leuchten, denke ich mal, ist okay. Und das passt schon, denke ich auch. So wie die das jetzt planen, machen die das, glaube ich, schon ganz gut. Genau, wie groß sind die Höhlen? Weiß einer von euch schon, wie groß die Höhlen später sein werden? Weißt du das, Bosiro, zufälligerweise? Später? Ja, die Frage ist ja, von wie viel später reden wir, wenn wir in Asteroiden und so weiter Höhlen haben, dann können wir dort wahrscheinlich mit einem großen Schiff reinfliegen. Und die hatten schon mal was von mehreren Kilometern gesagt. Richtig, Also das. mehrere Kilometern Tiefe, wo der Nerdex noch enttäuscht war, dass es so wenig war. Irgendwie, die hatten was von 5 bis 7 Kilometer oder so gesagt, ne, Ey, Nerdex? bei mir war es,
Ich habe das auch gehört. Ja, Informationen habe ich ja von anderen Spielern. Ich hatte gehofft, dass sie nicht so niedrig sind. Da jetzt nicht falsch verstehen. Ich hatte gedacht, sie werden so wie bei No Man's Sky. Okay. So, du gehst 500 Meter rein und dann ist da die Wand. Dann hast du vielleicht drei Gänge noch, die du gehen kannst. Aber hast die Höhle innerhalb von 30 Minuten spätestens komplett durch. Und das ist bei No Man's Sky halt mal etwas übertrieben gesagt. Das waren ja meistens erst 10 Minuten. Nicht mal. Ja, das wäre ein bisschen schade. Also die Höhlen, die werden auch groß werden. Danke, Bosiro. Also das ist auch so ziemlich die richtige Aussage. Die Höhlen, die werden tatsächlich so groß, dass du mit Raumschiffe rein kannst, dass du da weit rein kannst, dass du da mit dem Rover rein kannst, dass du da mit Fahrzeugen rein kannst, dass du da wahrscheinlich sogar eine Base reinbauen kannst in einer gewissen Weise. Wirst du sogar eine Station da reinbauen können, was total cool ist. Und da freue ich mich drauf, wenn das soweit ist, aber das wird noch ein bisschen dauern. Wenn wir irgendwas finden, wo wir die Pioneer reinkriegen, dann ja. Ja, das ist eben die Frage. Ich hoffe, dass man auch einfach Panzerplatten mitnehmen kann mit dem Cargo-System und die dann da hinplätzen kann. Weil im Multitool hast du, schweißt du die Gehalt selbst. Das gucken wir mal, wie das mit den Platten ist. Jetzt war ja bei der Pioneer schon die Frage nach den Landing-Pads, ob man das irgendwie bauen kann. Ja, so ähnlich hätte ich es gerne. Also muss ja nicht. Dauert halt dann Ewigkeiten. Die Pioneer nimmt hier eine Menge Arbeit ab, aber wenn er. Wer Lust drauf hat, soll das gerne machen. So bin ich. So ist das meine Meinung dazu. Aber müssen wir abwarten. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ja, doch, gucken wir einfach mal, wie es kommt. Wie fandet ihr das Knicklicht, was ihr gesehen habt? Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob ich hier das Knicklicht irgendwie schnell wiederfinde. Das war ziemlich am... Ja, hier das am Ende. Wie findet ihr das Knicklicht? Also ich fand das so episch, wo ich das Knicklicht gesehen habe. Holy shit, habe ich mich gefreut. Es gab zwei richtig geile Sachen, die ich euch kurz sagen möchte gleich. Das Knicklicht fand ich sehr cool, dass sie sowas eingebaut haben und die ausleuchtet. Hier sieht man auch nochmal schön, wie das ein bisschen ausgeleuchtet ist, dass man zumindest ein bisschen Grundlicht drin hat. Wie fandet ihr das Knicklicht? Also ich habe das gefeiert. Schreibt mal geil rein, Leute. Schreibt einfach mal geil, cool rein, wenn ihr das cool fandet. Das Knicklicht war einfach episch. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, dass sie ein Knicklicht mit 3.7 schon drin haben. Fand ich so cool. Sehr cool. Also ich vor allem die Wegwerfszene fand ich richtig cool. Ich auch. Jetzt gucken wir uns auch kurz an. Fand ich sehr, sehr cool. Und wie cool ist denn das zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind, kommen wir auch nachher später nochmal Sachen. Wie fandet ihr denn zum Beispiel, dass der Mining-Laser tatsächlich auch die Game-Mechanik drin hat, dieses kleine Minispiel? Ihr kennt das ja bei der Polaris, habt ihr ja diese Game-Mechanik, dass ihr eine bestimmte Hits-Level habt, dass ihr einen bestimmten Druck hat und dass ihr den Hits-Level nicht überschreiten dürft, auch nicht unterschreiten dürft, dass er aufgeknackt wird. Wie geil ist das, dass das sogar in diesem Multitool ist oder diesem Mining-Tool? Wie geil ist denn das? Ich habe das total gefeiert. Schreibt mal rein, wenn ihr das auch cool geil fandet mit dem Multitool und mit der Mechanik. Das ist doch nur cool. Also einfach nice. Aber auch mit der Polaris. Einfach nice ist das. Das ist so cool, was da kommt. Mit der Prospector, Entschuldigung. Ich hatte noch Polaris im Kopf, Entschuldigung. Zu den Knicklichtern hoffe ich übrigens, dass man die wie Granaten später ausrüsten kann. Dass ich die dann an meinen... Anzug nicht in der Hand halten muss, sondern da an ist. Hier ist die Wegwerfszene gleich. Hier kommt gleich die Wegwerfszene. Die ist richtig cool. Die fallen nämlich ganz am Ende. Ui, das sieht echt cool aus. Guckt euch das an. Holy shit, ist das cool. Richtig schick. Und leider wird es bei uns wahrscheinlich nicht so fliegen. Gucken wir mal. Ja, ihr wisst ja, wie die aktuellen Sachen laufen. Kannst du nochmal zu dem Anzug scrollen? Den fand ich auch richtig schick. Anzug? Da war ein Anzug vorne mit drin für die Harvestables. Ein neuer Anzug mit Taschen quasi. Das ist sowas ähnliches wie, das siehst du, den Loadout Manager quasi, also den ganz Customizer. Ganz am Anfang? Ja, irgendwo ganz am Anfang. Ach, den weiß ich, glaube ich, wo du machst. Ja. Genau, muss mal gucken, irgendwo haben sie den, wo sie gerade den Anzug drin haben. Das wird ja gerade aufgebaut. Ja, der ist schon cool dafür, ne? Der sieht schon aus wie so ein Exploration-Anzug, oder? Genau, das Ding meine ich. Viele Taschen und so weiter, wo du dann eben was reinstecken kannst. Das finde ich schick. Und ich frage mich auch, wieso die eine Tasche, was wir jetzt dazugekriegt haben, zum Motorrad, zum CV-Version, das ist ja nur was man anziehen kann mit normaler Kleidung, nichts mit Undersuit. Und das Ding kann man hier wenigstens mit Undersuit anziehen.
Richtig, das Skin kannst du auch mit Andersion und allem drum und dran anziehen. Das ist schon ein richtiger Außenan-Rucksack, wo du wirklich was mit transportieren kannst. Genau, Busio. Und Morpheus, da bin ich voll bei dir. Ich hoffe, dass sie das sogar jetzt schon reinpacken, dass du irgendwelche Artefakte finden kannst, die vielleicht keine Funktion haben, aber viel wert sind. Das wäre cool. Das wäre so cool, Morpheus, bin ich voll bei dir. Ich hoffe, dass sie das schon mit 3.7 reinbringen, dass sie das reinbringen wollen. Das ist bekannt, dass es kommen soll. Das ist auch bekannt. Ob sie es mit 3.7 machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich komisch fand, die haben da ja gesagt, es soll sehr lukrativ sein, in den Höhlen zu sein. Ja, weil du bestimmte Diamanten finden kannst, ne? Einen bestimmten Rohstoff, der wertvoll ist. Das, was sie gezeigt haben, soweit ich es gesehen habe, waren maximal 30 Units wert. Oder UEC. Und 30 UEC für ein so kleines Inventar fand ich dann doch etwas wenig. Muss man mal abwarten. Vielleicht war das auch nicht das Wertvollste vielleicht. Ja, aber selbst dann. Also, ich meine, es muss ja schon in die Richtung, wenn du mit einem komplett vollen Inventar musst du ja mehrere tausend schon kriegen, damit es lukrativ ist. Mal ab. Also, das haben die auch gesagt, dass du das finden kannst. Musst du einfach finden. Musst du Glück haben. Also, das soll tatsächlich sein. Das hatten die auch schon bestätigt, dass du Rohstoffe finden kannst, seltene Rohstoffe in den Höhlen, die sehr, sehr viel, die wertvoller sind. Genau, ja, die sollst du in den Höhlen finden. Aber wahrscheinlich haben wir die noch nicht gefunden oder noch nicht gezeigt worden. Ich hoffe, das vielleicht ist auch noch nicht angepasst, nur ich hoffe, das bleibt halt nicht so, weil der hat da etwas mit 14er Wert verkauft und man hat gesehen, dass da auch welche mit 30er waren. Er hat irgendwas verkauft, was er gerade gefunden hat, Hase. Vergiss es, vielleicht war das auch nichts Wertvolles. Hoffe ich, dass da auf jeden Fall angepasst ist. Ja, muss auf jeden Fall. Sonst wäre das echt schade. Genau. Bei der Familie konnte ich am Anfang übertreiben, sagen, du kriegst 100.000 pro Einheit. Sind sowieso in der PTO, wir hätten das Geld. Hm. Können dann die PTO nutzen, um das zu balancen. Und was ist das? Was ist das allerbeste, Jungs? Was ist das allergeilste bei dem ganzen geilen Kram? Es gibt diese geilen Höhlen auch in richtig großen, fetten Asteroiden, wo du mit deinen Rasenfalken, Looping, was du fliegst quasi rein in diesen Asteroid und du bist gar nicht drin im Asteroid, du bist zwar im Asteroid, aber du bist gleichzeitig auch in einen Bauch oder in einen Mund von einem riesengroßen Monster. Der will dich fressen, Junge, Alter, was ist da los? Damn, das war quasi der Wal. Das ist quasi der Space-Wal in Star Citizen, der wird nachher in Sonnen... Asteroid drinne sein und der macht einmal Schnapp, wenn du los willst. Schnappi. Ja. Yeah. Na, Spaß beiseite. Ja, der Discolando ist mir ja begegnet. Zumindest seine Figur. Echt? Ja, das war ja das mit dem Space Whale. Da kam das ja her. Ah, okay, die hat das für Discolando eine Figur gebaut, zusammen mit einem. Ach ja, stimmt. Mayali. Stimmt, das war ein ATV oder wie das damals hieß, ne? So ein Live-Ding. Ja, genau, richtig. Stimmt. Der Space war, jetzt erinnere ich mich, Hase. Jetzt bin ich wieder bei dir. Hallo. Hallo, grüß dich. Hey, Totti, wie geht's dir? Ja. Totti ist noch ein Blutrausch. Also uns aber ziemlich, ne? Ganz viel gestorben, hör mal. Beim eigenen Blutrausch. Ach ja, Jemini. Aber der Rucksack, der sieht schon echt cool aus. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut, der Transportsack, muss ich ja auch zugeben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schick. Was ich euch jetzt nochmal zeigen wollte. Das war so, warte mal. War das? Ja, das Video kurz anmachen. Ich glaube, das ist sogar das gleiche Video. Eine andere Position. Warum habe ich denn die Position nicht raus? Na, bei 1.15 habe ich irgendwas gesehen. Da sehen wir nämlich das geilste ever, was ich richtig cool finde auch. Und das wird auch der Totti jetzt bestätigen. Da wird sein Herz jetzt aufgehen. Hier sehen wir nämlich hier sehen wir nämlich jetzt auch das Hitzinggrad. Hier sehen wir jetzt auch, wie er den benutzt. Und das ist schon geil, oder Totti? Totti, du als meiner, das ist doch dein Thema. Ist doch fett, dass diese Waffe tatsächlich auch das Minispiel wiedergibt, was wir schon haben, oder? Ja, das macht's echt gut. Also ich fand auch, das sah sehr gut aus, so wie sie es gesetzt haben da. Mit dem Multitool da zu minern. Finde ich so cool. Multitool wird nicht, können endlich Energie haben. Später. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, wie die das machen. Ich wusste nicht, wofür sonst die zweite Anzeige ist. Das ist eine Batterie und aktuell unendlich. Ja. Mal gucken. Keine Ahnung, was die Anzeigen sind. Achso, das meinst du Batterie, ja. Müssen wir einfach mal schauen, was das ist. Genau, Batterie unendlich. Da hast du eine geile Versorgungsquelle irgendwoher. Die Versorgungsquelle kommt doch von den Batterien doch auch zum Teil von deinem Undersuit. Das heißt, die haben doch mal irgendwie mal erzählt, wenn du einen geilen Undersuit hast, eine geile Rüstung hast, dann kannst du sogar deine Laserwaffe darüber wieder aufladen. Das war ja auch... Also,
Das wollte ich gerade sagen. Mir wurde mal zugetragen, dass sich Laserwaffen an deinem Anzug wieder aufladen. Richtig. Weil wir haben ja einen Outpost, bereits einen Terminal, das wir nicht benutzen können, wo Energie drin ist. Ich gehe davon aus, dass der Anzug irgendwann auch Energie kriegen wird. Ich glaube, ist sogar im Anders-YouTuber schon drin, nur halt unendlich. Mhm. Und was dir sagt, so viel Energie hast du noch, und desto mehr elektrische Sachen du mitnimmst, desto schneller baut die Energie ab, die sowieso abbaut. Mhm. Dann musst du wahrscheinlich Batterien mitnehmen. Das kann also gut sein, ja. Magazine, die du halt wechseln musst. Ja, das wäre was auf jeden Fall. Vielleicht hast du auch einfach mal eine richtig geile Linse und du machst das über eine Linse. Babs, so wie Cyclops. Babs, come on, Babs. Wup, wup, Babs. Come on, Babs. Bam! Dankeschön dafür, danke für deinen Follow. Wie lieb ist denn das von dir? Dankeschön, dass du hier eingetrudelt bist. Dankeschön dafür. Hallo, und leider steht hier gerade nicht, wer eingetrudelt ist. Warum funktioniert ja, Twitch? Ach, danke schön. Schön, dass du da bist. Irgendwie steht das bei mir im Chat nicht. Und ich habe blöderweise alles, was ich hier gerade so vor... Ach, das steht das. The Eye Entertainment. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Willkommen hier. Ich hatte nur gerade meine Vorlage über mein Alert und konnte das nicht lesen. Schön, dass du da bist. Sehr cool. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, auf jeden Fall finde ich das sehr cool, dass sie das Minispiel hier wieder reinbringen, wie bei der Prospector. Haut mal bitte ein Plus raus, die das auch, das hatten wir schon gehabt, die meisten fanden das geil. Sehr coole Aktion, sehr schöne Geschichte, dass sie das wieder umsetzen. Finde ich richtig, richtig gut. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt, den ich auch noch gerne ansprechen möchte. Willst du vielleicht erst auf die Frage von kanz.de eingehen? Oh, mach du gerne. Wie viele Rohstoffe gibt es aktuell? Also Rohstoffe gibt es zurzeit leider nur die, die wir ernten können und die, die wir verkaufen können. Also wir können quasi Rohstoffe handeln, die wir selber noch nicht besorgen können, wie zum Beispiel hier Scrap, Schrott. Und später können wir den Schrott aber natürlich selber produzieren mit unseren Walchern und was da noch, Reclaimer, genau. Und können quasi den Rohstoff selber produzieren, aber zurzeit können wir welche handeln und die mit dem Mining aufnehmen. Also verschiedene... was sind das alles? Gesteine und Eisen und was gibt's da noch, Toddy? Ja, also es gibt Mineralien, dann da kann ich dir gleich sagen, warte, wie viel es da genau gibt. Es gibt oh Mann, ist was, ich kann's ja auch in Ruhe. 15. Sonst holt das zu. 15 Mineralien, die du ermeinern kannst im Moment. Und ja, Rohstoffe gibt es ja noch gar nicht so, ne? Also, schon. Also es gibt schon umgewandelte Rohstoffe, die du auch kaufen kannst und handeln kannst. Die sind dann also anders als die Mineralien, weil es gibt ja dann auch Kupfer und so an sich. Ja, aber da gibt es bestimmt auch reichlich Listen zu, wenn man mal googelt. Oh ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Wenn du da googelst, da gibt es bestimmt reichlich Informationen. Genügend, ja. Das von Dr. Hyperion ist nicht schlecht. Was ich jetzt genau, was ich jetzt hier gerade drin habe, das ist auch sehr, sehr interessant. Das ist Vision 1, das ist die erste Interpretation, die ins Spiel reinkommt. Jetzt sind wir gerade bei dieser Situation. Du hast ja diesen coolen Rucksack gesehen, den wir uns gerade angeguckt hatten, ne, Busiro? Wo du hinten einen Rucksack hast, wo du alles so reinstopfen kannst, ne? Die Frage ist jetzt, wie bekommst du das denn da raus? Du kannst das nämlich tatsächlich dann die ganzen Mineralien droppen und die droppen dann quasi in einen Container. Das ist eigentlich eine ganz, ganz geile Sache. Und den Container, den du dann droppst, kommt gleich, den kannst du nämlich dann hochheben und in dein Schiff reinstellen. Und wenn du den in dein Schiff, in dein Grid verankert hast, den Container, dann kannst du die Sachen nämlich auch überall verkaufen. Also du musst die quasi da auf deinen Rucksack, packst die Sachen in einen Container rein. Den Container bringst du zum Schiff, der Schiff ist im Grid und dann kannst du es verkaufen. Das, so wird das ungefähr am Anfang laufen. Aber wie gesagt, das ist die erste Interpretation und von dem, was sie game-technisch jetzt momentan drin haben, ist das für mich völlig okay. Noch eine kleine Nachinfo, ich kriege hier von meiner Seplöse Gravi noch gemeldet. Es sind insgesamt 29 Stoffe inklusive Drogen und allem zum Treten und Mineralien. Also insgesamt sind es 29 verschiedene Sachen. Oh, cool. Also das finde ich auf jeden Fall sehr cool, wie die das gelöst haben mit den Mechaniken. Das ist natürlich erstmal ein bisschen umständlich am Anfang. Ich denke, wie gesagt, das ist die erste Interpretation, die sie reingepackt haben. Hamelt, sage ich schon. Alter, was ist denn los mit mir? Heute habe ich es mir den Namen. Harlem, schön, dass du da bist.
Was ist los mit Fexi? So schlimm bin ich. Ich konnte noch ein bisschen schlafen. Na, ich hatte die ganze Woche wenig Schlaf tatsächlich gehabt, weil bei mir alle krank sind. Ich bin tatsächlich ein bisschen durch. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Total cool. Dankeschön, Alem, dass du hier bist, eingeschaltet hast und freut mich total. Ich bin ein bisschen durch. Ich bin aber sehr cool drauf. Ich habe Bock zu streamen. Ich hätte auch total Bock, heute den 12-Stunden- oder morgen den 12-Stunden-Stream zu machen. Wird aber leider nichts, weil ich wenig Schlaf die letzte Zeit hatte und bei mir alle krank sind hier fast. Lilly hat jetzt sogar schon blöderweise eine Netzhautentzündung bekommen am Auge. Das ist auch total blöd, denn ja. Das Plüschi ist immer noch sehr stark erkältet. Bei uns geht das gerade immer noch ein bisschen drunter und drüber. Ich habe wenig geschlafen die letzte Zeit. Deswegen verschiebe ich den 12-Stunden-Stream, ehrlich gesagt, auf die Woche da drauf. Alles klar. Alem, Entschuldigung auf jeden Fall, dass ich da einmal einen kleinen Dreher hatte, aber du nimmst es mir ja Gott sei Dank nicht übel. Woher kommt die Box? Die kommt aus dem Nichts, ehrlich gesagt. Machen wir uns nichts vor. Die Box, die kommt einfach, weil sie es kann. Na, Spaß beiseite, die Box, die kommt wirklich aus dem Nichts. Pass auf, die gestetig können wir uns... Du Aufklappboxen. Genau, aber woher hast du die denn? Ja, genau, Aufklappbox, die hast du auch hinten im Rucksack drin. Genau, du hast dir dann quasi das Menü, dass du alles droppen kannst und dann kannst du es einfach in eine, hier steht dann in der Cargo-Box droppen. Anders geht's gerade einfach nicht. Ist natürlich sinnbefreit, aber wie willst du das sonst machen momentan? Ja, indem du dir eine leere Kiste erst irgendwo abholst und das Zeug reintun musst. Aber das musst du ja nicht. Ja, noch nicht. Noch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass sie das machen, weil das wäre kacke wiederum. Das wäre kacke. Also das musst du nicht machen. Du wirst später kommen. Nee. Oder du wirst den Rucksack absetzen müssen. Ja, das ist doch okay. Rucksack absetzen ist doch okay. Du musst nachher für 5 Dollar so eine Verpackungsstation kaufen mit LTE. Ja, alles klar. Dann tue ich aber alles laminieren. Wurde mal vor 2017. Da wurde mal gezeigt, wie sie vorhatten, so eine Kiste von innen zu machen. Ich weiß nicht, ob sie sich davon verabschiedet haben. Oder es weitermacht. Da hatten die viele kleine Punkte und du konntest die anklicken und Items reintun. Sobald einer dieser Punkte auch nur ein minimal durch ein anderes Item blockiert ist, zählt es komplett als blockiert. Also das macht quasi nicht. Platzsparen ging nicht. Das macht quasi nicht, da macht sowas nicht. Da macht sowas nicht, quasi, auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Achso, kann natürlich sein, dass du das noch so umsetzt, Nedax, aber verabschiede dich mal davon, das glaube ich nicht. Kasi, das machst. Der Kasi ist rechtschaffend extrem gut. Er würde das nur bei bösen Spielern machen, wenn es eine Piratenhöhle ist, wo böse Leute sind, die würde er dann wegrotzen. Aber die Guten, die keinen Crime-Status haben, da würde er sogar noch hingehen und da würde er sogar bei Hand gehen. Wenn er sagt, hey, wo drückt denn der Schuh? Dann würde Kasi auch aussteigen und auch die Kisten schleppen für ihn, damit er schneller fertig ist. So ist Kasi drauf. Aber wenn du ein böser Pirat bist, dann greift er dich an. Also sobald du lieb und freundlich bist, dann unterstützt Kasi dich in jeglicher Hinsicht, wie er nur kann. So, Lille, das hatten wir erzählt. Jetzt würde ich tatsächlich rüberkommen, was auch noch ganz interessant ist, zu den Hover-Mode. Da wollte ich nochmal drüber reden, weil es so ein bisschen immer noch so verrückt ist, weil der Hover-Mode, der wurde quasi komplett geändert. Den Hover-Mode, so wie wir ihn kennen, so haben wir ihn auch nicht mehr drin. Und darüber wollte ich nochmal ganz kurz reden. Mit dem Bezug dazu, zu den Hover-Mode-Änderungen, plus zu der Speedgeschwindigkeit und der Änderung des Dogfights und des Kampfverhalten, Dogfights-Verhalten im Weltraum. Bernd, vielen Dank dafür. Im siebten Himmel, Bernd. Bernd, du bist im siebten Himmel, mein Freund. Nein, im selben Song. Und Bernd. Bam, 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 im tiefen Himmel, bam. Na, was ist denn hier los? Ja. Fexi D. Du bist lieb, du bist so lieb. Danke, Bernd, dafür. Danke für den geilen Support. Und das kriegst du jetzt von mir. Dankeschön für den geilen Support. Danke dafür. Haut mal bitte alle einmal Love raus, alle mal Hype. Alleine, dass hier so viele heute da wieder dabei sind, heute bei unserer Show, bei Rund um Stars sind, dass so viele coole Leute eingeschaltet haben von unserer Community, dass ihr hier seid, dass ihr die Show mit mir zusammen macht. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist einfach total schön, das mit euch hier zu machen und es ist einfach sehr, sehr cool und mache ich so gerne. Ich würde am liebsten gar nichts anderes mehr machen, wenn ich ehrlich bin. Genau, Hover-Mode. Was ganz interessant ist, die haben ja den Hover-Mode, den haben die komplett geändert, den Hover-Mode, wie wir ihn kennen, ist komplett rausgeflogen.
So gibt es ihn nicht mehr, was auch gut so ist, weil der Havamut, der war einfach richtig blöd. Und das hat auch nichts damit mit Skill zu tun. Der Havamut, der war einfach, hatte überhaupt nichts mehr mit Skill zu tun. Der war einfach nur noch blöd. Weil dieses, sag ich mal, dieses Kippverhalten, was wir da hatten, das war total Banane, was sie da drin hatten. Haben die aber auch gemerkt, haben die auch wieder rausgenommen zum Glück. Und den Havamut, wie wir ihn jetzt haben, den sie jetzt umgebaut haben, den neuen Havamut, den haben die viel besser designt. Das soll jetzt alles smoother ablaufen. Du kannst auch langsam, das soll dich auch jetzt wirklich unterstützen und keine Hinderung mehr sein. Das heißt, wenn du eine bestimmte Höhe hast, eine bestimmte Geschwindigkeit hast, dann wirst du auch ein bisschen über die Berge hinweg gleiten können. Und es wird eine richtig, richtig geile Unterstützung werden, wenn du flach fliegst und dich nicht irgendwo gegenfliegen lässt, dass der Havamut richtig umgesetzt wird, so wie man sich das auch vorstellt und so wie es auch sein soll. Gott sei Dank haben sie den Havamut in dieser Hinsicht gut angepasst, hoffe ich. Und auf jeden Fall wird das auch so sein und so benutzbar sein, so wie es hier ist. Noch wissen wir es ja nicht genau. Noch hatten wir den Havamut nicht in der Hand gehabt. Aber ich hoffe, dass es so ist, wie er hier sagt, dass es schon sehr stimmig jetzt ist und auf jeden Fall smoother ist und dass man ihn viel besser benutzen kann und dass es auch wirklich eine Unterstützung ist, auf dem Boden zu fliegen und keine Katastrophe. Oder was denkst du, Zero? Klang ganz gut, was sie bis jetzt gesagt haben zum Havamut, ne? Naja, ich will das Wort Havamut ehrlich gesagt gar nicht mehr so in den Mund nehmen, weil die Typen haben ja selber erzählt auf die Frage hin vom Jared, was denn nun damit passiert, ob das eben verändert wird oder ersetzt, sagt der David Coulson, dass es ersetzt wird. Und wenn es ersetzt wird, ist es ja kein Havamut mehr. Die meinten eben, die führen einen neuen Modus ein, diesen Proximity Assist, den man im Übrigen an- und ausmachen kann. Also, genau. Und dieser bremst halt das Schiff ab. Aber dieser Hover-Mode, das mit dem nach vorne kippen und nach hinten kippen und bewegen und sowas, das ist alles weg. Also den Hover-Mode gibt's nicht mehr. Generell hast du recht, ja. Den Hover-Mode gibt's nicht mehr, richtig. Also der ist weg. Kann man sagen, sobald du auf dem Planet stehen bleibst, bist du im Hover-Modus. Ja. Wie es früher auch schon war. So wie es früher auch schon war, genau. Früher hatten wir ja auch schon einen Hover-Modus. Genau, Hover-Mode wird ersetzt. Das ist ein gutes Wort. Das ist quasi... Du bist der Beste. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort und so können wir das Ding auch verabschieden. Havamut wird ersetzt. Oder, Busiro? Das ist ein schönes Wort, ne? Und da muss man halt sehen, okay, wir sind in einer laufenden Entwicklung und da kann man halt sehen, okay, hier wurde auf das Feedback zumindest von den Leuten gehört, die es halt nicht so toll fanden und offensichtlich, also die haben ja selber gesagt, dass sie es zwar cool finden, aber eben unpassend für das Spiel und dass es eben einfach nicht reinpasst, vor allem nicht für die Orte und so, die es gibt mit den Hangars und den ganzen Geschichten. Und ja, jetzt kriegt man halt was Neues. Mal gucken, wie sich's anfühlt. Ich hoffe, schön. Gucken wir mal. Ja, richtig. Also, Harlem, eigentlich raus. Also, nicht nur eigentlich, es ist so, eigentlich fliegt der Havamut raus. So ist es ja. Und wird ersetzt durch was anderem. Genau so ist es. Was noch interessant ist, wie fandet ihr den aktuellen Havamut? Machen wir mal wieder 1 bis 10. Würde mich mal interessieren. 1 ist richtig scheiße und 10 ist richtig geil. Also ich, also voll die 1, Alter. Der war mal richtig scheiße. Also ja, 0, da noch besser, Toddy. Ja, richtig. 0 ist noch geiler. Also dazu fand ich ihn ganz gut. Gibbs fand ihn auch noch ganz gut. Tamios 4. Ja, aber sehr ausgeglichen trotzdem noch, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt gleich mal wissen, wie fandet ihr das denn ohne Havamut? Das würde mich auch mal interessieren. Wie fandet ihr das denn, wenn wir gleich fertig sind mit der Umfrage, wie fandet ihr das Ganze denn ohne Havamut? Was ist denn ohne Havamut? Wir hatten ja davor auch schon einen Havamut. Ne? Oder wie fandet ihr das mit den alten Havamut? Frage ich mal so. Alter Havamut fand ich schon ganz cool, da kann ich schon eine 8 raushauen. War zwar auch keine 10, aber eine 8 war das. Weil da fehlte wirklich dieses Havern. Also das fehlte schon so ein bisschen, aber eine 8 hatte der alte Modus schon gehabt. Würde ich so sagen, von meinem Standpunkt aus zumindest. Das ist natürlich immer auch ein bisschen Geschmackssache und immer ein bisschen anders. Servus. Hey, Kasi, jetzt ist er auch da. Hallo. Sehr cool. Ja, es gibt eine einfache Erklärung, warum dieser Modus reingeführt worden ist. Okay. Und das bezieht sich eben hauptsächlich für das ganze planetarische Spielmechaniken und so weiter, wie die Bodenfahrzeuge. Und davor hatten wir ja den, wie die Amis sagen, Hummingbird. So ähnlich wie Kolibri, weißt du, der kann auf der Stelle fliegen. Auf der Stelle fliegen, genau, richtig. Ja, und das ist eben dann natürlich ein Killer für alle Bodenfahrzeuge.
Ja, da hast du recht. Und das dachte ich mir auch, das erste, dass das gut sein könnte, dafür, dass man Überflüge machen kann, was ja eigentlich schön gedacht ist. Mhm. Ja gut, aber wie gesagt, das ist eben der Hauptgrund war ja von wegen dieses planetarische Gameplay-Mechaniken mit den Bodenfahrzeugen, Ballistas und. Ah, das stimmt natürlich. Wenn du natürlich stehst, dann kannst du so runterbrechen, das ist richtig. Das macht natürlich schon Sinn, da hast du recht, dass sie das deswegen... Sowas ist auch letztendlich nötig. Weil wieso? Ich will mal ganz schnell was zu trinken, ihr könnt ruhig weitererzählen. Autos wären dann komplett schutzlos. Du kannst da Türen hinbauen ohne Ende, die kannst du problemlos wegmachen. Ballista wären sinnlos. Sobald jemand mit einer Zeit unterwegs ist, ist er quasi... Ja, das ist ja die Begründung, weil eben diese planetarische Game-Mechaniken eben verstärkt implementiert werden und dass man das eben, wie soll ich sagen, ausbalancieren kann. Mhm, kann schon ein guter Grund sein. Das einzigste Problem dabei war, sie haben leider das Landen damit verkackt. Nee, es war eben nicht unrealistisch, es war veraltetes System, was sie da benutzt haben. Sehr veraltetes Darüber System. Darüber kann ich hinwegsehen. Mein Gott, dann haben die halt eine Sache, die rein spieltechnisch da ist, aber und war das hat verbuggt. Das Spiel ja auch behindert. Das ist es ja. Das hat mich gestört. Das war ja auch verbuggt, dieser Hover-Mode, den wir hatten. Ja. Ja, also wie gesagt, die haben mir ja gesagt, dass das zwar eine schöne Idee war, aber eben für dieses Spiel nicht passt und vor allem da. Nicht für die Orte, die man dort anfliegt, weil das sind so viele kleine Kuppen und sonst irgendwas, was man eben anfliegen muss, wo man echt genau fliegen muss und das ist schwer mit dem Ding. Ja, das ist einfach schwer, ja. Ich mache mir jetzt Sorgen mit diesem Proximity Assist, mache ich mir auch Sorgen. Wieso, den musst du ja nicht einschalten. Ja, wie verhält sich dann eben das ohne Proximity Assist dann? Mal gucken. Ja, dann stellst du dein Speedlimit doch runter und bist einigermaßen sicher, stelle ich mir jetzt vor. Müssen wir ausprobieren, ja. Das, was ich ja, noch sagen? Achso. Ich es verstanden hatte ursprünglich, dass das Proximity Assist automatisch ein- und ausgeht. Und das nein, dann kannst du eine ausschalten. Ja, ich hatte es aber ganz am Anfang so verstanden, dass er sich anhand der Geschwindigkeit, fliegst du schnell über den Planeten, ist er aus. Wenn du aber anfängst langsam zu fliegen, dass er sich einschaltet. So ja, im Prinzip genau wie der Hover-Mode sozusagen dann. Also, nee, du kannst ihn ausschalten und einschalten. Ja, nein, was er jetzt gerade gemeint hat, die Aussage. So hatte ich es am Anfang verstanden, als ich mir den Text vor dem Video durchgelesen hatte. Also ich habe das auch so verstanden, dass er sich schon automatisch einschaltet, wenn du unter eine bestimmte Geschwindigkeit auf den Planeten kommst. Ich glaube auch die Höhe spielt eine Rolle oder so. Mhm. Und du kannst ihn aber dann manuell ausschalten, um dann eben zu sagen, okay, nö, ich fliege jetzt ja. Mein Ding. Mhm. Ja, auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich bin gespannt, was der neue Modus bringt. Wird auf jeden Fall eine schöne Sache. Und schön, dass du da bist. Jetzt freut mich. Huch, grüß dich. Und Nixi ist auch da. Wie geil ist das denn? Schön, dass du auch da bist, Nixi. Das lese ich ja jetzt erst. Ja, ich denke mal, wir sind natürlich alle gespannt auf den Hover-Mode und auf das Flugmodell, was sich da noch verändern wird. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird das schon jetzt wieder in eine bessere Richtung gehen wie vorher. Das glaube ich schon sehr. Das glaube ich schon sehr. Das haben wir auch gesagt mit dem Hover-Mode. Das haben wir gesagt mit dem Flugmodell und so weiter. Bin ich eben sehr vorsichtig. Abwarten, wie es wird. Genau. Und bin dann ich bei dir. Und ich bin froh, dass die Community da wenigstens einschreitet und sagt, hey, wenn was Mist ist, das Mist ist. Gut, mit diesem Hover-Mode war es eben extrem. Bei anderen Sachen hört CIG leider nicht drauf, weil das eben leider nicht die Masse betrifft. Genau. Jetzt haben eben richtig viele aufgeschrien. Darunter waren viele Streamer und irgendwelche Leute, die Öffentlichkeit kriegen. Mhm. Ja. Und dann geht es natürlich schneller. Was ich noch sagen wollte, nicht böse gemeint, wenn ich manchmal hier hinterm Ohr was mache, ich habe ja die neue Brille und die ist falsch eingestellt, die tut langsam hier hinten weh. Ich war tatsächlich am überlegen, mir die andere Brille nachher noch zu holen, aber noch geht's. Also irgendwie größer? Drückt die Brille jetzt. Wie wird? Ich habe eine neue Brille, ja, siehst du doch, die ist nicht so klar. Hat eine größere Nase, deswegen brauche ich eine größere Brille. Bäm, das war eine neue Brille und die tut, die Seite ist doch auch anders heute. Leute, guck mal. Mann, doch. Ja, die scheint größer zu sein. Ja, ist sie sogar. Seine Nase ist größer. Nee, die Brille ist tatsächlich sogar größer, wegen das Gleitsichtglas, was da drin ist. Aber deswegen drücke die hier ein bisschen. Ein bisschen blöd, aber ist nicht schlimm. Also ich bin auch gespannt, wie es wird. Ich bin froh, dass sie zumindest was machen. Und Drauhoff, schön, dass ihr da alle, die gerade neu reingeschaltet haben, bitte oben lesen. Ich versteige gerade noch ein Nautilus-Shirt. Also das kam von den Raiden. Vielen, vielen Dank, Raiden, nochmal, dass du uns das Giveaway gegeben hast. Ihr könnt ein Key bei mir gewinnen für CIG auf der CIG-Seite. Könnt ihr euch denn ein Nautilus-T-Shirt denn eben bestellen?
Den Key bekommt ihr denn von mir, gesponsert von Raiden. Danke nochmal davon. Wenn noch einer mitmachen möchte, wenn wir gleich durch sind mit der Sendung, werde ich ihn gleich raushauen. Dauert nicht mehr lange. Ja, so ein bisschen. Ganz gut. Ja. Wofi, ich sagte das. Genau. Schauen wir einfach mal, wie es kommt. Also, es kann nur besser werden, zumindest, oder, Kasi? Wie meinst du? Das funktioniert nicht. Er hat zwar geschrieben, aber Relien, das funktioniert nicht. Du musst ein Follow da lassen. Würde mich auch freuen, wenn du meinen Channel unterstützt damit. Aber wenn du kein Follow da lässt, dann kriegt dein registrierter Bot dich nicht sauber. Also Relien, nur als kleiner Tipp, wenn du wirklich mitmachen möchtest, dann müsstest du einmal... Genau, richtig. Vielen, vielen Dank. Und jetzt nochmal eingeben, sonst rafft er das nicht. Babs, come on, Babs. Come on, Babs. Dankeschön dafür, Relien. Dankeschön dafür. Danke für den Follow. Und jetzt nochmal eingeben, dann passt das. Hey Phil, grüß dich. Schön, dass du da bist. Philibam. Wie cool ist denn das? Grüß dich. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das ist eigentlich relativ, was interessant ist, auch für Kasi und so. Also die Arbeit, wir wissen ja, das Dogfight-System ist gerade nicht so schön, macht nicht mehr so viel Spaß. Und das haben sie auch gemerkt. Da haben sie auch relativ schnell jetzt auf die Community gehört, dass sie das ganze Dogfight-System nochmal überarbeiten werden. Das Flugsystem, da sind die gerade voll bei. Es gibt ein Special-Ops-Team, die sich genau nur damit beschäftigen, mit dem Dogfight-System, mit dem Speed-System, mit dem Flugsystem gibt es ein Special-Team-Ops-Team, die das gerade versuchen umzusetzen. In 3.7 sollen wir schon die ersten, sage ich mal, ein paar leichte Ansätze spüren. Und mit 3.8 soll dann der Hammer kommen. Da wollen die tatsächlich uns schon was Richtiges zeigen. Und das soll sich dann schon richtig besser anfühlen. Und dieser Lanzenkampf soll einfach rausgenommen werden. Der Kampf soll ein bisschen mehr rein, also dass man ein bisschen komprimiert wird, dass man nicht so weit auseinanderfliegt und wie eine Lanze wieder aufeinander zufliegt. Also man haut ja immer den Boost rein und haut ab. Das soll so ein bisschen geändert werden. Und man soll auch richtig geile Manöver wieder fliegen können. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie die das umsetzen. Das wollte ich nochmal raushauen. Da finde ich auch sehr, sehr cool von CIG, dass sie proaktiv das auch erkannt haben und da auch gleich wieder Ansätze gesehen haben, dass es so nicht so gut funktioniert und dass sie das ändern. Das finde ich wirklich gut. Vielen, vielen Dank, CIG, dass ihr da auch nochmal beigibt und das nochmal überarbeitet. Eine sehr, sehr geile Sache. Dankeschön dafür. Also ich glaube schon, Buzero, da könnt ihr noch mal einiges rausholen im Dogfight, oder? Müssen einiges rausholen. Aber natürlich, wenn man dran arbeitet, man kann Sachen auch verbessern, natürlich. Ich hoffe auch. Was sagst du, Kasi? Bist du auch... Aber dass sie was machen, da bist du schon zuversichtlich, ne? Oh ja, natürlich. Ne? Das ist natürlich, wie gesagt, da haben ja viele Dogfighter jetzt schon... Ist auch richtig seit 3, 5 und jetzt haben sie es jetzt mal auch erwähnt, dass sie sich drum kümmern. Müssen wir jetzt auch wieder abwarten. Und mit einem Special Ops Team, also da gehen die richtig nach vorne. Und 3.7, die ersten kleinen Änderungen, die wir spüren werden. Und mit 3.8 dann mit etwas Glück dann der große Wurf. Schauen wir mal, ob es sich dann auch so anfühlt. Ich hoffe, dass es das richtige Ops-Team ist und nicht das Ops-Team, das dann Mining macht oder so weiter, wo keine Ahnung hat von Hallo? Dogfight. Hallo? Ja, genau. Der kann sich schnell drehen. Das läuft. Der überhitzt mal schneller. Ich würde sagen, kümmere dich ums Dogfighting, da würde ich mir Sorgen machen. Was? Ich weiß, was du meinst. Innovative Ideen einbringen. Ich weiß, was du meinst, Hase. Abspann. Wir sind tatsächlich jetzt beim Abspann. Wir haben alles geschafft. Hat noch einer eine schöne Frage? Sonst kommen wir zum Live-Talk rüber. Den Live-Talk, das wird eigentlich relativ lustig. Der wird auch nicht mehr ganz so lange gehen, aber ein paar Sachen habe ich noch. Sagt mir, haut mir bitte raus, was ihr noch gerne wissen möchtet, was ihr noch so auf dem Herzen habt. Alles, was ihr gerne wissen möchtet, erzählt das ruhig gerne. Ich möchte ganz gerne noch einmal auf zwei Sachen hinweisen. Was ganz cool ist, wenn ihr jetzt bei uns im Discord seid, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich euch bei uns im Discord begrüßen kann. Ausrufezeichen Discord, da gibt es nämlich jetzt eine neue Rubrik, die ich eingeführt habe, worüber ich mich sehr, sehr freue und ich hoffe, dass wir die schon in den nächsten Sendungen einführen können. Habe ich heute erstellt, ist heute live gegangen. Kann ich euch einmal ganz kurz zeigen. Da gibt es nämlich jetzt den Punkt, wenn ihr bei Faxi seid, bei uns auf dem Discord gibt es den Punkt Faxi Reaction gibt es jetzt. Und oh cool, und hier können wir nachher Sachen posten, die wir uns angucken werden über lustige Sachen.
Ja! Siljas, wie geil ist denn das, Alter? Können wir gleich mal reingucken. Das ist quasi jetzt der neue Thread, den ich heute aufgemacht habe. Da könnt ihr witzige Sachen reinposten. Da könnt ihr lustige Clips reinposten. Da könnt ihr auch ernste Themen reinposten. Ernste Sachen, die ihr diskutieren möchtet. Nicht nur Spaß, sondern auch ernste Sachen. Das gucken wir uns an. Dann werden wir darüber reden und auch Spaß haben. Da werden wir öfters auch zwischendurch mal reingucken. Dieses Thema nennen wir jetzt so ein bisschen Faxi Reaction. Einfach Sachen reinhauen, womit wir uns ein bisschen austauschen können. Können wir auch so nebenbei machen, aber das werde ich auch im Livestream jetzt immer machen. Den Faxi Reaction. Und darüber diskutieren wir dann über, genau, YouTube auch willkommen. YouTube-Clips rein damit. Geile YouTube-Clips, die witzig sind, die verrückt sind. Wo wir einfach mal ein bisschen schnacken wollen, wo wir einfach mal ein bisschen Spaß haben wollen. Einfach ein bisschen Spaß zusammen haben. Und genau, das ist natürlich, ja, wie geil ist denn das Ding, bitte. Ja. Der Dieter Bohlen, wie geil ist denn das, bitteschön. Das Ding ist natürlich, da werfe ich mich wieder weg, sehr cool. Wie gesagt, den habe ich heute aufgemacht, den Faxi Reaction, alles reinhauen, darüber reden wir, dann wenn es ein ernstes Thema ist, werde ich das rausfiltern, dann werden wir darüber auch ganz normal sprechen und auch dann auch das diskutieren. Dafür ist das auch da, also es ist ja quasi Reaction. Könnt ihr gerne alle reinkommen, mitmachen, alle die angemeldet sind, hier drin, die registriert sind, können reinkommen. Alle Subscriber können hier auch reinkommen und alle, die hier im Discord registriert sind, kommen auch rein. Ihr kommt dann quasi hier oben in den Willkommen-Channel rein. Wenn ihr hier drin seid, sind schon ein paar, sehr cool, dass ihr da seid. Lex, grüß dich, ich gebe dir auch gleich mal Berechtigung drauf. Dann kannst du auch direkt rein und auch ein bisschen rumgucken. Schön, dass ihr alle da seid. Sintano ist auch schon fleißig bei und ergibt die ganzen Berechtigungen. Danke dafür, Sintano. Was auch noch ganz interessant ist, wenn wir schon dabei sind, wir haben auch noch einen Abteil, da geht es um Raumschiffe natürlich, der Schiffshandelsbereich. Ihr könnt da eingeben, wenn ihr ein Schiff sucht. Also ich suche vielleicht ein bestimmtes Shear Cargo mit LTI, Retaliator-Modul. Und dann könnt ihr aber auch Sachen anbieten aus dem Buyback. Wenn ihr Sachen habt, die ihr nicht mehr aus dem Buyback benötigt, könnt ihr die auch hier verkaufen. Ich wünsche mir eigentlich immer, wenn ihr das so macht, einen Preis dazu gleich reinschreibt, dass es dann nachher im Nachhinein keine Missverständnisse gibt. Also einen schönen Preis reinschreiben, dazu wäre ganz cool. Und dann könnt ihr aus dem Buyback auch eure Schiffe hier verkaufen oder eure Sachen. Was wir noch drin haben, unser Lore-System. Wir machen auch ein bisschen was unter Streamer, findet ihr dann auch Videoaufnahmen. Wir machen auch Videoaufnahmen, das macht meistens der SS Rack bei uns hier, Rackty hier. Und der könnt ihr euch auch anmelden bei den Videoaufnahmen. Dann könnt ihr auch bei der, sag ich mal, wenn so ein Video aufgenommen wird, produziert wird, könnt ihr mitten bei so einem Video auch mitwirken. Auch immer sehr, sehr schön, macht Spaß. Dann haben wir Event-Ankündigung und Event-Anregung. Events-Anregung ist eigentlich dafür gedacht, dass ihr ein Event vorschlagen könnt und wir gucken uns das Event an. Wir können uns Events vorschlagen und das ankündigen und dann können wir diese Events mit euch zusammen dann eben umsetzen. Also Ankündigung ist dann geht's los und Events-Anregung, dann gucken wir uns das an und überlegen uns das, wie wir das Event umsetzen können. Dann haben wir noch unsere beiden anderen Streamer, Le Spatula und Posiro und natürlich auch den Totti, der die Star Citizen History macht. Da geht es alles um Lore und um alles, was interessant ist. Totti ist noch so ein bisschen in dieser Hinsicht der Sachen von Deutsch auf Englische übersetzt. Also in sämtlicher Hinsicht könnt ihr gerne mal reingucken, aber ganz, ganz viel Lore. Möchtest du gerne selber was dazu sagen, Totti, wenn wir gerade dabei sind? Ja, war's ja schon. Ne? Also ganz viel Lore, ganz viele Sachen aus der Lore werden ins Englische, ins Deutsche übersetzt und weil ihr hier alle so darauf bestanden habt, lese ich die dann vor. Und hab die halt so ein bisschen in Präsentationsform dann für euch aufbereitet. Und PowerPoint-mäßig, ja. Ne? Genau. Dann immer auch gerne, könnt ihr auch immer gerne Wünsche rein posten. Schreibt rein, wenn ihr was Bestimmtes haben wollt. Wenn ihr sagt, ich hätte gern den und den Artikel mal gerne übersetzt, dann mache ich das natürlich. Freue mich da auch über Ideen und Vorschläge. Genau. Was haben wir noch? Da haben wir noch einen Leak-Abteil, wo auch hier interessante Bilder reinkommen, was auch wirklich immer interessant ist. Könnt ihr auch mal einen Blick reinwerfen. Da haben wir einen Handle, was ganz interessant ist. Meistens, wenn man ja eine Gruppe plant, was auch immer sehr cool ist, weil das die Logistik, die Koordination einfach erleichtert. Star Citizen Handle, wenn ihr mit uns direkt mitspielen möchtet, dann macht ihr hier euren Handle hier rein. Also einfach hier reinkopieren die Seite. Wir als Streamer, wir adden euch. Oder eben nicht nur als Streamer, sondern auch wenn ihr in der Darko seid oder zusammen was machen wollt, geht ein bisschen davon weg. Ihr könnt den Discord auch nutzen, auch wenn ich nicht da bin. Wenn keiner da ist, könnt ihr auch gerne
auch hier den ganzen internen Discord benutzen, den öffentlichen Bereich benutzen. Den werde ich nochmal aufbauen, dass ihr den auch nutzen könnt. Hier könnt ihr euren Handle reinposten, da könnt ihr euch gegenseitig auch ein bisschen finden und zusammen auch Spaß haben und spielen. Und ihr könnt euch dann auch gegenseitig adden. Wir Streamer machen das eigentlich, damit wir dann schneller ins Spiel reinkommen, dass wir die Gruppen schneller zusammenbekommen. Genau, ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Ich glaube, sonst hatte ich alles. Oder habe ich was vergessen, Jungs? Zero? Nö, ne? Ich glaube, das passt, ne? Ja, das passt. Genau, zu Raumschiffe haben wir Informationen, zu Schiffskomponenten und was eben noch sehr, sehr eben, genau, Aegis Event war auch sehr interessant. Was sehr genutzt wird, ist auch unsere Leak-Seite. Ich wollte gerade mal hier einen Blick drauf werfen, wo ich das Bild hier gerade sehe. Also hier sieht man das schon extrem geil deutlich, oder Jungs? Tja, wer weiß, wer weiß. Das ist doch eine Vanguard. Yeah! Ja, das wäre was, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ja, was auch immer ganz cool ist, ist die Memes-Galerie natürlich. Oh, wie lieb bist du denn, Bayer? Dankeschön dafür. Ja, genau, die welche Galerie? Entschuldigung, jetzt war ich. Die Memes-Galerie. Ach stimmt, da sind auch immer witzige Sachen drin, stimmt. Oder coole Sachen. Das ist die Mantis, genau. Ja, hier sind auch immer witzige Sachen. Also alles, was witzig und lustig ist, findet man hier. Wie gesagt, kommt hier gerne mal zu uns rein. Der wird auch sehr, sehr stark genutzt, der Discord. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mit uns weiter zusammenzuwachsen. Würde ich mich. Das Vorletzte an. Das Vorletzte? Das hier? Da hast du mal gelesen. Ja! Mach nicht so. Ja! Ja, jetzt habe ich es gelesen. Ja, klar, geht los. Raus mit der Kohle. Wer will Kohle haben? Ich will ganz bald, ja. Ich bin gespannt, Bosiro. Meinst du, du holst dir das Schiff? Bist du um Geld erleichtert? Schauen wir mal. Ich bin heute ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, heute wirklich es kommt. Jetzt auch. Ziehen die uns so. Oh. Ich hab auch gedacht, da kommt was. Solange die Nautilus im Sale ist, wird das Schiff nicht kommen. Wenn man alle Schiffe haben möchte. Ja, geil. Wie cool ist denn das bitte? Ja, cool. Dankeschön. Sehr geil. Zum Glück steht da nicht, dass man seine eigene geben muss. Nee, aber der war nicht schlecht. Niere, Herz, Lunge, Leber, alles drinne. Geht los. Sehr cool, Happy Data. Ja, und so, das ist eben zum Beispiel Faxi Reaction. Das werden wir jetzt immer mal zwischendurch machen. Wenn ihr noch was habt, haut das gerne raus, sonst würde ich den Stream gleich langsam zu Ende bringen. Und dann habe ich gleich noch was. Wir werden aber nicht zu Ende streamen. Ich werde nur den Stream gleich zu Ende bringen. Ich werde jetzt gleich das Gewinnspiel machen. Dann werde ich gleich... Busiro, steht unser Deal? Busiro. Achso, wir können noch mit dem WoW spielen. Genau, ich werde nämlich gleich zu dem Busiro rübergehen. Ich werfe euch gleich zu dem Busiro rüber. Und Reaction machen wir auf jeden Fall dann am Morgen ein bisschen Reaction weiter auch, weil das einfach cool ankommt. Und dann werde ich euch jetzt gleich zu dem Busiro rüberwerfen. Dann werden wir gleich in WoW Classic uns reinwerfen. In der Camp. Also ihr werdet mich nicht los sein, ihr werdet mich gleich weitersehen. Wir werden nämlich gleich, wird Busiro meine Camp mit einbinden bei Bliss. So gesehen, dann werden wir gleich richtig geil noch ein bisschen schön WoW zusammenzocken. WoW Classic, ein bisschen Spaß haben. Ich raid gleich zu Busiro rüber. Er kann schon mal seinen Stream anmachen, würde ich so sagen. Dann werde ich gleich das Gewinnspiel zu Ende bringen. Und dann geht es gleich, dann sehen wir uns gleich bei WoW Classic wieder. Und wir sehen uns sogar wieder, weil ich die Kamera dann auch direkt wieder anmachen werde bei dem Busiro. Also ich gehe kurz im anderen Raum rein. Warst du auch mit, Kasi? Ja, ja. Welcher Williams sind wir Patchwork, gell? Ja. Jo, Patchwork. Ja. Ich gehe kurz im anderen Raum, mach die Verabschiedung, dann raid ich dich gleich mal, großer, ne? Okay. Ich beeil mich. Jo, mach in Ruhe. Jo, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den echt geilen Abend. Also ich hatte schon, also es hat richtig Spaß gemacht. Wir werden auch immer besser. Das Einzige, was wir vergessen haben bei der Polaris, ist aber nicht so schlimm. Wir hatten damals, wir haben den Fleet haben wir leider vergessen durchzunehmen. Ging nachher am Ende zu schnell, aber können wir nochmal nachholen. Ich fand, der Shipshow hat richtig viel Spaß gemacht. Danke dafür. Danke fürs Einschalten. Die Diskussionsrunde fand ich auch extrem cool. Nee, Spatti, Alter. Alter, danke für den Raid.
Ben, danke schön dafür, Lispatula. Ich übergebe aber jetzt auch gleich weiter da tatsächlich. Was habt ihr denn gezockt und was habt ihr gemacht, Hase? Ich übergebe gleich zu tatsächlich weiter an unseren Busiro, weil der Busiro, der wird jetzt, wir werden gleich ein bisschen WoW Classic tatsächlich zocken. Und wir sind gerade, bringe ich den Stream langsam zu Ende und wir hatten echt sehr, sehr viel Spaß gehabt. Aber eins gucken wir uns jetzt nochmal an. Eine Sache, bevor ich jetzt ausschalte, hat der Busiro noch ein bisschen Zeit. Wir werden uns jetzt noch tatsächlich den Trailer reinhauen, den ich uns so ein bisschen aufgearbeitet habe. Und viel Spaß auf jeden Fall nochmal bei den Trailer. Nach dem Trailer machen wir jetzt erstmal das Giveaway, bevor ich das vergesse. Ich bin gespannt, wer jetzt auf jeden Fall das T-Shirt gewinnt. Sonst vergesse ich das wieder. Das wäre ja wieder was. Giveaway kommt jetzt. Ja, Giveaway. Ich bin gespannt. Alle, die noch mitmachen wollen, Ausrufezeichen Nautilus-Shirt eingeben. Das Ding geht jetzt raus, der Key. Und ihr bekommt den Key direkt zugeschickt. Also ihr bekommt den sofort. 1, 2, 3. Ich close den jetzt. Ich mache den jetzt zu. Bam. Und ich pick the winner ist tatsächlich... Ich habe nochmal aufgemacht. Könnt ihr nochmal close? Ich könnte nochmal eintragen. Trag nochmal ein. Alle, die nochmal eintragen wollen, ich habe das Giveaway nochmal aufgemacht. Ich habe das Giveaway nochmal aufgerissen. Tragt euch nochmal ein. Ich habe gerade gesehen, dass noch ein paar noch nicht registriert waren. Macht das jetzt noch in Ruhe. Und dann hauen wir das Ding raus. Genau, alle nochmal eintragen, die noch nicht registriert waren. Ich glaube, Don, du warst schon vorhin drinne, Don. Pass auf, dann registriert ihr euch noch in Ruhe und in der Zeit gucken wir uns den Trailer an und dann raiden wir rüber. Dann machen wir das in dieser Reihenfolge. Genau, alle noch schön registrieren. Und ich werde den Trailer jetzt starten. Viel Spaß nochmal bei dem Trailer, den ich gebaut hatte. But
Und da sind wir schon wieder zurück. Schön, dass ihr da seid. Dann würde ich jetzt so sagen, jetzt machen wir das Giveaway. Ja, ich bin Comneo. Ich bin auch voll drauf auf das Lied. Ich finde das auch extrem cool. Und jetzt bauen wir das noch mal ein bisschen um, den Trailer. Das basteln wir noch mal um, dass wir da mehr Star Citizen reinbauen. Und das passt ja auch schon ganz gut zusammen. Aber vom Ding her ist der Trailer schon mal ganz gut. Und ich denke mal, das Lied, das wird erstmal unser neues Lied werden, denke ich mal, unsere Startmelodie, bevor das dann richtig losgeht mit unserem Stream. Und dann hauen wir jetzt auf jeden Fall den Gewinner raus. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wer jetzt gewinnen wird. Dann gucken wir mal. 1, 2, 3. Ich mache jetzt zu. Und der Gewinner ist, ich mache das jetzt ganz schnell. Bam. Der Gewinner ist Gravi. Alter, was ist denn da los? Jetzt muss aber noch da sein, Gravi. Wenn der Gravi da ist, dann hat er tatsächlich ein T-Shirt, ein Nautilus-T-Shirt gewonnen. Der alte Lacker. Holy shit. Holy shit, Gravi. Holy shit. Bam. Gönne dir, Alter. Bam, auf jeden Fall. Ist der Gravi da? Ist der Gravi hier? Gravi in the house. Ja, ich warte mal noch einen kleinen Augenblick entspannt. Ich warte mal noch, ob der Gravi sich meldet. Dann schauen wir mal, ob der Gravi noch da ist. Ah, der kommt bestimmt gleich. Kommt bestimmt gleich. Gravi ist nicht da. Bitte hinterlassen Sie ein T-Shirt. Ja! Ah, das ist ja ärgerlich. Theoretisch. Ja, ich glaube, er ist eh Subscriber. Also muss er gar nicht da sein unbedingt. Stimmt. Das haben wir geändert, Tracy. Du hast recht. Gravi ist Subscriber. Er muss gar nicht dabei sein. Er hat Gravi eh sogar gewonnen, weil wir haben eine kleine Sache geändert. Wenn man Subscriber ist, damit man zumindest ein bisschen wieder was zurückkriegt, muss man nicht unbedingt da sein. GZ auf jeden Fall, Gravi. Viel Spaß damit und auf jeden Fall geht's fertig. Ich gucke jetzt mal, dann würde ich jetzt langsam gleich rüberhusten zu unseren, auf jeden Fall zu unserem Busiro. Und dann werden wir uns auf jeden Fall gleich wiedersehen beim Busiro im Stream. Dann werde ich da gleich mich mit der Cam zuschalten bei Busiro. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Morgen am Samstag wieder, denn ich denke, es geht wieder so um 20 Uhr wieder los. Vielleicht ein bisschen früher mal schauen. Und da werden wir vielleicht mal gucken, was wir da Schönes machen. Ich bin am Überlegen, da werden wir auf jeden Fall Reaction machen, den Faxi Reaction, bisschen labern, ein bisschen Talkrunde machen. Und auf jeden Fall Let's Play werden wir auch auf jeden Fall morgen am Start haben. Ganz viel Let's Play, Reaction mit Faxi und los geht's. In diesem Sinne wünsche ich noch eine entspannte Nacht. Wir sehen uns gleich bei Busiro wieder zu WoW Classic. In diesem Sinne, bis gleich.